Willkommen zurück, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe es ja beim Mercedes-Video versprochen. Wir werfen uns heute an den Audi RS6 ran. Einmal komplette Lackaufbereitung, Lackkorrektur, Innenreinigung, Innenpflege und dann einmal Keramik versiegeln. Ich weiß nicht, ob wir das Thema Keramikversiegelung in dem Video jetzt behandeln. Es kann sein, dass wir zwei Teile daraus machen. Wir gucken einfach mal, wie es läuft. Wir gucken jetzt gleich auch erstmal den Lack an und schauen, wie das wird. Ja, ein aktuelles Projekt meiner Frau wollte ich euch auch noch mal kurz zeigen. Meine Frau, fleißig am Üben, das sind BMW-Sitze in Grau. Das sind Testsitze, die machen wir jetzt gerade einmal wieder schick und lackieren die bei. Einfach, dass meine Frau quasi als zukünftige Lederexpertin da so ein bisschen Übung hat. Geschliffen, entfettet, gereinigt und jetzt sind wir gerade am Spachteln. Das sieht man hier sehr schön, also alle Falten und alle Risse beigespachtelt. Die lassen wir jetzt über Nacht trocknen, dann wird es nochmal geschliffen. Und dann machen wir da quasi eine komplette Farbeinstellung und lackieren diese Sitze dann schön bei, dass die wieder vernünftig aussehen. Wir machen erst den Sitz, dann machen wir den Sitz, dass man auch so einen Vorher-Nachher-Effekt quasi sieht. Ja, und das ist so der aktuelle Stand. Also das ist jetzt so, ich denke, kann sie sehen lassen, sieht auch schon mal schick aus. Bist du selber auch zufrieden? Bis jetzt ja. Gut, aber wir schmeißen das jetzt an den Audi ran. Der ist noch relativ neu, sprich, der hat jetzt noch nicht natürlich so viele Verkratzungen. Da versuche ich natürlich auf die mildeste Art und Weise, da den Lack wieder super geil hinzukriegen. Muss aber sagen, diese Metallic-Lackierung von dem Fahrzeug ist natürlich auch der Wahnsinn. Also sehr viele Flakes, ist irgendeine Sondergeschichte, fragt mich nicht, wie sie heißt. Wir gucken uns das Fahrzeug aber mal an und dann können wir mal gucken, was so die Waffen der Wahl sind. So, also ich denke, man sieht das hier sehr gut, dass er nur so ein paar ganz leichte Verkratzungen hat. Hier, so auch in dem Bereich hier, vorne logischerweise Insekten, ganz klar. Und ja, genau. Insekten, auch hier an den Seiten, das ist alles natürlich, ich sag mal, noch relativ mild. Ich sag mal, hier unten, ganz klar, das sind ja so diese typischen Stellen, wo es ja meistens ein bisschen ledierter ist. Hier ein bisschen extremer, ich sag mal, hier sieht man das sehr gut. Ist halt ein typischer, ja, ich will nicht sagen Neuwagen, aber auch krass, dass die so ausgeliefert werden. Der hat noch nicht viel Kilometer drauf. Ne? Dann eben auch einmal hier ringsrum, zieht sich halt so über das ganze Auto. Und ich sage mal jetzt hier hinten, ja, war mir klar, die Stelle sieht nicht anders aus wie der Rest vom Auto. Und hier habe ich eben gerade die Kennzeichen noch runtergemacht. Da machen wir jetzt natürlich auch noch sauber, logisch. Ne? So. Gut, und wie gesagt, einmal hier rum. Haben wir uns noch mal kurz Blick in den Innenraum gerichtet. Wir haben hier sehr viele verschiedenste Materialien, auch bei dem Fahrzeug. Graue Ledersitze mit schönen blauen Ziernähten. Ich sag euch, die Dinger, diese Sitze zu reparieren, ist auf jeden Fall eine sehr anstrengende Geschichte. Genau, hier die Sitze hier drüben und viel Alcantara und. Also das wird auf jeden Fall auch eine coole Nummer. Die Einstiegsgeschichten und eben hier. Gut, würde ich sagen, Waffen der Wahl. Ich würde erstmal versuchen, mich hier mit einer mittelharten Medium-Politur ranzuarbeiten. Ich sage jetzt mal, einer meiner Favorites wäre natürlich hier, dass man sagt, nimmt die Perfect Finish. Das könnte ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen. Die funktioniert sehr geil. Könnte mir aber auch vorstellen, dass eine Microcut Kochchemie hier schon einwandfrei reicht. Oder vielleicht auch mal was ganz anderes in dem Video. Finish Polish, Surfacer ist auch schon lange nicht mehr benutzt. Ich gehe davon aus, dass die auch hier problemlos reicht. Und ja, dann entfetten wir. Und wie gesagt, Keramik kommt aber in einem späteren Video separat. Genau. Scheibe werden wir versiegeln und Innenraum. Innenraum will ich euch auch noch einen besonderen Reiniger zeigen, aber eins am anderen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal ein Testboard. Ich probiere jetzt einfach mal die Finish Polish aus. Wir gucken mal, wie die sich jetzt verhält. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Los geht's. With you, the sun is shining 24/7. 'Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Oh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I be a shooting star, you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling. Never felt so real.
My heart is on the table, cause you're my everything. I do, 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 I wanna marry you. Cause when you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good. Wir haben die Testspots jetzt gefahren, beziehungsweise den Testspot. Wir sind sehr schnell zum sehr guten Ergebnis gekommen. Ich habe mich jetzt für die hier entschieden. Gelbes, medium-hartes Pad, rotativ. Und das Ganze extrem lange ausgefahren. Also ich muss sagen, wenn man die Politur ausfährt, sehr lange, das zeige ich euch auch gleich mal jetzt beim nächsten Polierfeld, wie die Politur dann aussieht, wie sie sich verhält. Das können wir mal zusammen machen. Ergebnis ist natürlich, man muss sagen, es ist ein Neuwagen. Der hat, ich glaube, 4000 Kilometer drauf, ist hoch wie ein Bus und relativ wenig Defekte. Deswegen müssen wir aber auch nicht gleich mit dem Hammer drauf prügeln. Wir nehmen hier eine Medium Cut, fahren die dafür länger aus. Wir haben also im Prinzip 100% Defektbeseitigung, was sehr einfach ist bei diesem Fahrzeug halt wohlgemerkt. Es ist quasi Neuwagen. Aber kommen wir auch mit einem Poliergang direkt in den Hochglanzbereich, so wie wir es wollen. Wir können die Kombination so fahren. Ich würde sagen, wir fahren mal kurz einen Testspot nochmal. Ich fahre die Politur schön lange aus und zeige euch einfach mal, wie die Politur sich verhält. Und warum das gerade sehr entspannt ist. Ich würde sagen, legen wir nochmal los. Ich fahre einfach jetzt nochmal dieses Stück hier. Und dann gucken wir uns da das Ergebnis auch nochmal an. Also, polieren wir nochmal kurz. So, also ich weiß nicht, ob man es erkennt. Ich habe jetzt hier die Maschine auf Stufe 2. Ich habe den Politur jetzt auf der Fläche einfach mal ganz leicht verteilt. Ich werde jetzt hier auf Stufe 3 bis 4 hochgehen. Na, ich glaube, so ist es besser. Ich werde jetzt hier mit der Maschine auf Stufe 3 bis 4 irgendwo so in dem Dreh werde ich jetzt hochgehen. Ich werde die Politur länger ausfahren. Und dann sieht man auch, die Politur wird jetzt noch ein bisschen trüb. Ich glaube, das erkennt man hier auf der Kamera auch sehr gut. Und wird jetzt mal gleich merken, je länger ich die Politur fahre, je länger ich die jetzt ausfahre, desto öliger und transparenter wird sie. Und dann merkt man auch sehr schnell, okay, jetzt ist sie bereit für die Abnahme. Genau, wie gesagt, Stufe 1 bis 2 erstmal ganz gemütlich verteilen, ohne großen Druck, nicht drücken wie so ein Ochse. Und dann gehen wir mit der Geschwindigkeit ein bisschen vor, fahren die Politur sehr lange aus und dann sieht man eigentlich, dass man genau in den Bereich rein möchte, in den man gerne will. Also, weiter geht's. Wohlgemerkt, Kabel immer über die Schulter.
Gut. Ich habe jetzt mal bewusst nur den oberen Teil gefahren. Hier unten ist die Politur noch nicht ausgefahren. Einfach, dass man mal so sieht, wie eine komplett ausgefahrene Politur aussieht. Und ja, wir gucken es uns mal an. Also ich denke, man sieht das hier schon, ohne dass ich die Lampe anhabe, sehr gut. Wie gesagt, der obere Bereich bis hier ist die Politur wirklich, ihr habt es im Video gesehen, sehr lange ausgefahren. Wir haben eigentlich wirklich eine ölige Oberfläche. Das sieht man auch, ich kann durch die Politur in den Lack sehen. Ich weiß ungefähr noch, okay, wo sind Defekte, wo muss ich nochmal ran. Genau, und hier haben wir die Politur lediglich Stufe 2 verteilt. Hier habe ich im Prinzip noch den vollen Cut. Die Politur ist noch nicht zerbrochen. Also man sieht das hier, glaube ich, sehr gut. Einfach mal wirklich hier die Unterschiede, wie das aussehen kann, wenn ich eine Politur mit der Rota komplett durchfahre, bis einfach nichts mehr geht. Genau, ich kann, wie gesagt, durch die Politur quasi durchsehen. Sieht also, man kann so ungefähr das Ergebnis erahnen. Ich könnte jetzt schon sagen, okay, ich muss hier nochmal ran, hier ist vielleicht noch ein Kratzer oder hier ist noch ein Kratzer. Und hier eben, wie gesagt, ihr seht es selber, jetzt nicht, wie gesagt, hier ist aber auch noch die Politur voll da. Nur mal so als erster Unterschied für euch, wie sowas aussieht. Genau, wir fahren jetzt diesen Bereich hier noch fertig und dann gucken wir uns nochmal kurz das Vorher, Nachher eben an, vergleichen das mit den beiden Flächen, wie sich die Politur hier gefahren hat. Ich habe die Politur jetzt komplett ausgefahren. Ich habe mir jetzt einfach mal kurz, um das auch nochmal zu zeigen, einen Schuss Optimizer mit dazu genommen. Kann man machen, wenn man besonders empfindliche Lacke hat, sogenannte Sticky Paint Geschichten. Kann man die Politur länger ausfahren, die klumpt nicht so stark. Funktioniert sehr gut, um da die Politur einfach nochmal ein Stück weit zu reaktivieren. Und sie funktioniert tatsächlich auch sehr gut eben mit der Finish Polish aus der Erfahrung heraus. So, ich habe es jetzt hier oben schon mal kurz abgenommen. Ich habe gedacht, ich zeige euch das jetzt mal kurz. Ist hier so ein kurzfloriges Tuch. Es ist sehr einfach, die Politur, wenn sie komplett durchgefahren ist, also wirklich auch abzunehmen, ist brutal easy und der Optimizer hilft da eben auch nochmal so ein Stück weit. Genau, also wir sehen jetzt schon in den LED-Strahlern, wir haben ein sehr schönes, wirklich kratzerfreies Ergebnis und vor allem, wir sind auch in einem sehr schönen Glanzbereich. Wir können also im Prinzip One Step die Nummer genauso fahren. Gut, würde ich sagen, machen wir einmal kurz hier die Scan Grip raus. Also ihr seht es selber, ist kratzerfrei jetzt im Vergleich zu hier und vor allem, es wirkt extrem klar, extrem tief die Farbe jetzt nochmal. Also gerade die Flakes kommen hier sehr schön zur Geltung. Ja, meine ganz kurzen Einblick ins Thema Polieren nochmal. Wenn ihr wollt, können wir sowas hier mal ein bisschen intensiver dran nehmen. Wir polieren jetzt aber einmal durch. Wir werden die Kombination genauso fahren, also Finish Polish, Medium Hardness Pad und ziehen den jetzt einmal ganz gemütlich ab und gucken, was glanzmäßig so geht. Jo, also legen wir los.
Fahrzeug poliert. Wir haben jetzt einmal komplett eben abgezogen. Der sieht auch soweit wieder richtig gut aus. Beziehungsweise er sah ja vorher schon gut aus. Das muss man ja einfach mal so sagen, wie es ist. Wir gucken uns den kurz nochmal an. Gut, also ich denke, am Lack sieht man es hier schon sehr gut. Auch eben hier, wie gesagt, ganz einen kleinen Mikrokratzer raus. Auch hier der Seite entlang. Sieht auch wieder vernünftig aus. Wie gesagt, einmal komplett ringsherum einmal abgezogen. Spiegelkappen vorsichtig poliert. Die Geschichten hier vorsichtig poliert. Morgen dann noch quasi Scheibe polieren, Scheiben beschichten und oben das Glasdach. Wie gesagt, entfettet auch nicht. Wir haben noch hier, sieht man auch so ganz leichte Schlieren hier drin, das sieht man hier sehr gut. Das entfernen wir aber, wie gesagt, morgen, wenn wir den einmal komplett dann entfetten. Wir werden uns morgen auch dann an den Innenraum noch ranschmeißen. Finde ich auch persönlich ein sehr interessantes Thema, weil da sehr viele verschiedenste Materialien bei so einem R6 eben vorkommen. Sprich, wir haben, sieht man glaube ich ganz gut, wir haben sehr viele Displays, wir haben so ein bisschen Carbon, wir haben ein bisschen viel Alcantara, wir haben viel Leder, wir haben offenporiges Leder, also sprich perforiertes Leder, normales Leder, gut, verschiedenste Textilien, verschiedenste Kunststoffe und. Da will ich da quasi nochmal so ein bisschen dann in diesem Video jetzt drauf eingehen, mit welchen Reinigern gehe ich da ran, welche sind hier ideal. Und Thema Keramik bekomme ich dann quasi morgen Besuch, ist aber dann ein Thema wirklich für ein separates Video, weil das könnte ein bisschen länger gehen und dann würde dieses Video jetzt unendlich lange dauern. Genau, wie gesagt, wir haben ihn jetzt poliert, morgen wird er entfettet und dann schmeißen wir uns noch an den Innenraum ran. Und vielleicht spoilere ich in dem Video ganz kurz, worum es geht, also in dem nächsten Beschichtungsvideo. Ja, genau, der ist übrigens auch noch da, kennt ihr aus dem anderen Video. Gut. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt bis morgen. Bei euch geht es gleich weiter, deswegen sage ich schon mal bis gleich. Willkommen zurück. Wir sind am nächsten Tag dran. Audi poliert und noch nicht entfettet, aber das kommt dann alles im nächsten Video wahrscheinlich. Wir schmeißen uns jetzt an den Innenraum ran. Ich habe auch schon mal so eine kleine Auswahl zurechtgemacht an Chemie, die wir vielleicht wahrscheinlich nutzen. Also zumindest war es so, ich sag mal so, der gute Durchschnitt ist an den Sachen, die ich eigentlich immer, zu denen ich immer greife, speziell Kunststoffpflege, Kunststoffreinigung, Reha-Pflege, wisst ihr sowieso Bescheid. Ich würde sagen, wir machen mal so eine kleine Führung, was ich so habe, und dann schmeißen wir uns an den Innenraum ran und erkläre ich auch mal ganz kurz, wieso, weshalb und warum. Reha-Pflege ist ja klar. Jetzt hier speziell den Conditioner und den Cleaner 1.0. Wie gesagt, der ist für neue Leder, speziell Leder, die jünger sind wie ein halbes Jahr, weil auch hier natürlich der Abschlusslack ähnlich wie bei einem Fahrzeug noch nach- und ausreagieren muss. Sprich, wir nehmen hier einen Reiniger, der extrem mild ist, der nicht schäumend ist und eben hier den Topcoat dann schont. Hier muss ich gar nicht experimentieren. Ich weiß, dass der Reiniger da problemlos reicht, eben die Sitze sauber zu bekommen. Der ist wirklich sehr, sehr tiefenentspannt und bietet sich hier natürlich wegen dem perforierten Leder auch an, diesen zu nehmen. Eben dadurch, dass er nicht schäumt, dringt er auch nicht so stark in die Löcher ein und verhindert quasi ein Aufquillen der Löcher. Diesen Sitz, also die Sitze von dem Fahrzeug, habe ich vor 2 Monaten schon mal gereinigt und gepflegt. Deswegen ist hier in den Lochkanten Conditioner schon drauf. Das ist sowieso nicht so tragisch, aber generell bietet sich das eben an, einfach nur mit einem feuchten Lappen die Sitze damit dann eben quasi zu reinigen. Hat eine gute Reinigungsleistung und wie gesagt, neues Leder empfiehlt sich das. So, dann habe ich hier 3 Reiniger stehen. Das ist immer so die, ja, ich sag mal, Wahl. Was ich sehr gerne verwende, ich habe schon extra deswegen hier die neue Flasche stehen. Interieur Cleaner Concentrate, pH-neutral und kann man im Prinzip, ich mache jetzt einfach mal deren Flasche, weil ihr seht es selber, die ist schon sehr leer, kann man im Prinzip bis zu 1:5 verdünnen. Das ist auch meistens so die gängige Konzentration, wie ich ihn verwende. Hat den großen Vorteil, er ist komplett pH-neutral, sehr, sehr materialschonend und ist extrem universell einsetzbar, sprich Vinyl, meinetwegen noch Kunstleder von mir aus, Kunststoffe aller Art, ob Soft Touch oder. Ist ein hervorragender Reiniger,
Und ich denke auch, man sieht das hier in der Kamera ganz gut. Ein cooles Muster, mal so am Rande erwähnt. Nehme ich sehr gerne. Also dafür, dass er pH-neutral ist, ist auch wirklich, er hat auch wirklich Dampf, muss man sagen. Reinigt sehr gut. Wenn es dann ein bisschen intensiver wird, habe ich den hier mittlerweile zu schätzen gelernt. Der funktioniert auch hervorragend. Liegt so bei pH, steht auch hier drauf, ein pH-Wert von 9. Das ist jetzt auch noch nicht so die Bombe. Das ist alles super. Und eben wirklich, was ich bei fast jeder Aufbereitung darüber verwende, ist der Multistar. Mittlerweile als Konzentrat. So irgendwo, ich sag mal, zwischen 1 zu 15 und 1 zu 20 nehme ich den für einen Raum. Also da könnt ihr euch vorstellen, wie weit man mit einer Literflasche Konzentrat eben kommt. Das ist so mein Allrounder, wenn es darum geht, wirklich den Innenraum dann auch wirklich sauber zu machen. Ich weiß jetzt noch nicht, ich denke bei dem Neuwagen, wenn wir es jetzt nicht brauchen, sprich wir werden wahrscheinlich schon mit dem Interieur Cleaner Concentrate hier extrem weit kommen. Ich gehe auch davon aus, dass der reicht. Ist extrem schaumstark, sehr frischer, angenehmer Duft. Also wie gesagt, das wären jetzt so meine drei Reiniger, die ich, wenn ich jetzt so Neuwegen, Jahreswegen oder sowas habe, die in einem sehr guten Zustand sind, die ich dann eben auch verwende. Gut, dann haben wir hier klassisch Cockpitpflege. Da bin ich ein bisschen, ja, also ich nehme nur Cockpitpflege, die wirklich eine matte, frische Optik bieten, jetzt nicht zu stark farbintensiv und weitestgehend geruchsneutral, weil ich sag mal, Geruch ist immer so eine schwierige Geschichte, ihr wisst selber, wie es ist. Die meisten mögen es, die meisten nicht tatsächlich. Also bei mir wollen die Kunden eher weniger eine Cockpitpflege, die irgendwie dann nach Kirsche, Zimt, was weiß ich riecht, sondern wirklich weitestgehend neutral und so ein bisschen diese Neukunststoffoptik hervorheben. Nehme ich sehr gerne den Interieur-Dressing und Cockpit in Plastic Care. In diesem Fall von Surfaces, weil eben die, wie gesagt, extrem seidenmatt nur sind, stellen wirklich diese Neuoptik vom Kunststoff her und das sieht einfach wirklich gut aus. Dann haben wir hier Schwämme, einmal den Reinigungsschwamm für den Reiniger, versteht sich, dann eben diesen weichen Schwamm hier für den Conditioner nachher. Kennt ihr ja, wie man das in der Lederpflege eben anwendet, ist ja unkritisch. Dann eben hier haben wir ein sehr schönes so Mikrofaserpad. Die nehme ich sehr gerne. Hat man hier so eine Handschlaufe für die Kunststoffpflege nachher. Da kann man die schön angenehm auftragen. Einen weichen Pinsel haben wir hier für die Reiniger dann im Prinzip. Und eben so ein paar Tücher eben, um Reiniger und alles dann wieder abzunehmen. Ne? Gut, für Leder nehme ich so ein altes Baumwoll-T-Shirt. Genau, haben wir da hinten irgendwo liegen. Jo, das wäre jetzt so die erste Grundausstattung. Hoffe, ich habe jetzt nicht zu lange gelabert und konnte dem einen oder anderen jetzt erstmal kurz helfen. Wir reinigen den Innenraum jetzt auf jeden Fall. Da kann ich euch auch nochmal kurz mitnehmen, dann seht ihr mal, wie ich das so mache. Und würde ich sagen, in diesem Sinne legen wir los und reinigen mal so ein bisschen das Fahrzeug. Los geht's. Sun is shining 24/7. 'Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I be a shooting star, you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling. Never felt so real. My heart is on the table 'cause you're my everything. I do, 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 do. I wanna marry you. 'Cause when you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day we spend apart, I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight just like you do. Feels so good, so good. When I wake up in the morning and I see your face, I'm becoming blind by your dazzling grace. What a beautiful feeling to be close to you. There's nothing else I wanna do. Ooh, and from the fields of flowers you chose to pick me, you're spreading sugar on my misery. And I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table 'cause you're my everything. I do, 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 do. I wanna marry you. 'Cause when you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day was spent apart, I wanna be with you.
Cause when you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day was fun apart. I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight, just like you do. Feels so good, so good. Good baby, so good, so good. Every single day was fun apart. I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight, just like you do. Feels so good, so good. So, ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Wir haben das Fahrzeug jetzt außen sowie innen weitestgehend durch. Und ich hoffe, ihr freut euch schon aufs nächste Video. Wie gesagt, wir machen einen Zweiteiler draus, weil Thema Keramik-Part würde hier einfach die Bandbreite vom Video jetzt ein bisschen übersprengen. Genau, wir gucken uns aber nochmal kurz den Innenraum an. So, wie gesagt, matte Kunststoffpflege, wir haben das alles einmal durch. Hier trocknet die Lederpflege noch, aussaugen tue ich ihn nachher. Ist hier auch noch so eine Gummibärtüte. Genau, wir haben den jetzt einmal schick, wie gesagt, außen ist ja soweit auch durch, den entfetten wir gleich. Und hier hinten noch eine schöne Farbeinstellung. Kann ich auch mal kurz zeigen, Farbeinstellung auf Grau. Ist hier meine Frau gerade am Arbeiten. So sieht das aus und wie gesagt, bei den Sitzen sind wir auch gerade dran, wenn wir schon dabei sind. So, genau, hier haben wir auch gerade Sitzreparatur, schön gespachtelt, die ganzen Risse alle zugemacht, sieht schick aus. Ja, würde ich sagen, ich hoffe, das hat euch bisher gefallen. Wie gesagt, nächster Teil kommt jetzt auch gleich im Anschluss, fangen wir an. Freut euch schon, mal gucken, was ihr von der Keramikbeschichtung haltet, die wir hier drauf machen. Also, bis zum nächsten Video. Abonniert den Kanal, schaut mal unten in den Online-Shop rein. Und in diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann.